Wieso? Hast du dich heute wieder gelangweilt? Zuerst war ich in einem netten Café und später am Hafen. Und dann bin ich zum Fischmarkt gegangen. Nicht in ein anderes Café? Was hast du heute zu Mittag gegessen? Muscheln. Ach, schon wieder Muscheln. Durch meine Blinddarmoperation ist dein ganzer Urlaub hin. Ach, halb so schlimm. Psst, nicht so laut. Die lieben Schwestern haben das gar nicht gern, nicht wahr, Mademoiselle Rangé? Nein, und ich auch nicht. Siehst du? Ach ja, ich habe eine Postkarte an Madame Janvier geschrieben, die ist da drin. Sie wird ganz schön überrascht sein, dass ich in der Klinik liege. Oh, danke, Schwester. Schön sind die Blumen. Vergiss nicht, sie einzuwerfen. Aha. Darf ich Ihre Jacke aufhängen? Du, die Schwestern hier sind Nonnen. Zieh die Jacke lieber wieder an. Ach so. Entschuldigen Sie, Schwester, ich wollte die Jacke eigentlich gar nicht ausziehen. Danke, Schwester. Musst du den dauernd stricken? Biete doch Mademoiselle Rangier ein paar Trauben an. Bitte. Danke, nein. Bitte gehen Sie sofort zu der Patientin auf Zimmer Nummer 15. Hm? Deine Taschen sind immer vollgestopft mit Papieren, Jules. War der Zettel auch in meiner Tasche? Der war vorhin noch nicht drin. Wer liegt auf Zimmer 15? Es ist ein Privatzimmer mit nur einem Bett. Entschuldigen Sie, Mademoiselle. Haben Sie vielleicht zufällig gesehen, wer den Zettel in meine Tasche gesteckt hat? Bedauere. Ein so berühmter Detektiv wie Sie müsste das eigentlich selbst herausfinden. Haben Sie auch wieder recht. Wissen Sie es, Schwester? Wer hat es in meine Tasche gesteckt? Was steht drauf? Ich denke, Sie wissen, was drauf steht. Ich darf nicht mit Ihnen sprechen, Monsieur. Moment. Ich möchte wissen, wer hier den Zettel in meine Tasche gesteckt hat. Keine der Schwestern würde so etwas tun. Es wäre gegen die Vorschriften. Dann erlauben Sie, Schwester, dass ich die Patientin auf Nummer 15 besuche. Sind Sie ein Verwandter von ihr? Nein. Der Chefarzt erlaubt nicht, dass unsere liebe Patientin gestört wird. Dann werde ich ihn um Erlaubnis bitten. Im Augenblick ist das leider nicht möglich. Kann ich mit Ihrer Oberin sprechen? Die ist nicht da, aber vielleicht können Sie doch mit dem Chefarzt Dr. Bellamy sprechen. Schwester, sagen Sie mir wenigstens, wie die Patientin von Nummer 15 heißt. Bitte. Mademoiselle Gondreau. Ein Autounfall. Danke. Die lieben Schwestern werden durch dich ganz durcheinander gebracht. Es ist zwar ein Krankenhaus, aber auch ein Kloster. Dr. Bellamy. Er ist ein Verwandter von der Patientin auf Zimmer 15. Aha. Ich höre, dass Sie meine Schwägerin besuchen wollten, Kommissar Maigret. Sie können mir glauben, dass Sie einen Grund dafür haben. Ich will Ihnen gern die Erlaubnis dazu geben, sobald sie wieder bei Bewusstsein ist. Kommen Sie bitte. Sie entschuldigen mich, Kommissar. Jules, die Besuchszeit ist vorbei. Der Patientin drüben scheint es schlechter zu gehen. Was willst du mit dem Bild? Soll es uns daran erinnern, dass Helene gestorben ist? Sie ist noch nicht mal unter der Erde. Es wird noch allerhand passieren, bis es soweit ist. Ist Post für Sie gekommen? Nein. Oder jemand, der Sie besuchen wollte? Nein, Philipp. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Kommissar Maigret möchte Sie sprechen, Monsieur. Schicken Sie ihn weg. Ich lasse bitten. Wenn er etwas trinken will, dann gib ihm ja nichts von unserem guten Wein. Guten Tag, Doktor. Inspektor Monsuy hat mir gesagt, dass Sie mich sprechen wollen. Bitte nehmen Sie Platz, Kommissar. François, bringen Sie uns bitte etwas zu trinken. Sie sind bei der Ortspolizei gewesen. Ich habe Sie hierher gebeten, weil Sie anscheinend Näheres wissen wollen. Wenn Sie also Fragen haben, die den Unfalltod meiner Schwägerin betreffen, werde ich sie gerne beantworten. Ich verbringe hier meinen Urlaub und habe gar kein Recht, Fragen zu stellen. Ich habe nichts zu verheimlichen, also bitte. Und Sie können herkommen, so oft Sie wollen, Kommissar. Haben Sie das gehört, François? Ja, Monsieur. Wie ist denn der Unfall passiert? Helene hat bei uns gewohnt. Sie war erst 19. Ich war für sie so etwas wie der ältere Bruder.
Meine Schwägerin hat sich sehr für Musik interessiert und vor 2 Tagen habe ich sie zu einem Konzert nach La Roche gefahren. Während der Fahrt hat sie sich gegen die Autotür gelehnt, die sprang auf, Hélène fiel heraus und schlug mit dem Kopf auf das Pflaster. Und Sie haben sofort gehalten? Ja, sie war bewusstlos und kam nicht wieder zu sich. Aha. Hatten Sie Ihre Schwägerin sehr gern? Hier ist ein Foto von ihr. Und das hier ist Odette, meine Frau. Wie Sie sehen, Kommissar, eine schöne und junge Frau. Ich habe nie eine andere geliebt und ganz gewiss nicht Hélène. War Ihre Schwägerin reich? Nein, sie war völlig mittellos. Glauben Sie immer noch, dass ich sie umgebracht habe? Na ja, mit Absicht haben Sie es vielleicht nicht getan. Ich habe um eine Obduktion der Leiche gebeten, um jeden Verdacht auszuschalten. Und weil meine Frau es wünschte. Hat sie von einem Verdacht gegen Sie gehört? Sie ist krank und hat noch mit niemandem gesprochen. Mit keinem? Außer mit mir. Ich habe die Pflege übernommen. Allein? Sie bekommt alles, was sie braucht. Mama, das ist Kommissar Maigret aus Paris. Er hätte in Paris bleiben sollen. Wie lange ist Ihre Frau schon krank, Dr. Bellamy? 3 oder 4 Tage. Der Unfall war vor 2 Tagen, nicht wahr? Meine Frau leidet oft unter nervösen Depressionen. Sie behandeln sie selbst? Wenn es schlimmer werden sollte, muss ich noch einen Kollegen hinzuziehen. Wie geht es ihr heute? Nicht gut. Ich gehe wieder rauf. Sie wird mich schon vermissen. Laut Befund des Gerichtsmediziners wurde festgestellt, dass der Kopf des Mädchens auf Straßenpflaster geprallt ist. Dann hat sich das Mädchen mindestens 2-mal überschlagen, wobei es sich Hautabschürfungen zuzog. Es gibt keinerlei Anzeichen für einen Kampf oder dafür... Ah, mein lieber Maigret. Störe ich Sie? Aber nein, ich will nur noch den Bericht über den Fall Bellamy zu Ende diktieren. Bitte setzen Sie sich. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, oder dafür, dass das Mädchen einen Schlag auf den Kopf bekommen hat. Es wird festgestellt, tot durch Unfall. So, erledigt. Nein. Nein? Lesen Sie den Befund des Gerichtsarztes. Also, gibt es noch Unklarheiten? Ich möchte wissen, wieso die Autotür aufgegangen ist. Und dann wollte ich Sie fragen, was halten Sie persönlich von Dr. Bellamys Frau? Ich bin ihr nur einmal begegnet. Dann hat mich Dr. Bellamy nie wieder in sein Haus eingeladen. Ich weiß, dass er sehr eifersüchtig ist. Und Sie müssen wissen, ich hatte schon immer viel Glück bei Frauen. Vielleicht hat er nur Angst, sie zu verlieren. Er sieht doch sehr gut aus. Glauben Sie, dass die Ehe unglücklich ist? Nein, sie scheinen sich gut zu verstehen. Sie stammt aus kleinen Verhältnissen, jetzt kann sie sich alles leisten. Hat sie Freunde? Weiß ich nicht. Sie geht nie aus. Hat irgendeiner Sie nach dem Unfall in Ihrem Haus besucht? Ich verstehe nicht, was das mit dem ich Unfall... Ich verstehe es auch nicht. Aber es muss jemand bei ihr gewesen sein. Ein junges Mädchen. Sie ist 13 Jahre alt, schlank und zierlich. Die Kleine hat ein abgetragenes Cartoonkleid an und glattes blondes Haar, den Scheitel in der Mitte. Können Sie mir sagen, wer dieses Mädchen ist? Hm? Ist das alles, was Sie von ihr wissen? Ich habe sie nur einmal kurz gesehen. Ach ja, sie trug eine Schultertasche. Wie heißt die Kleine? Keine Ahnung, aber ich muss sie finden. Es wird schwer sein. Les Sables ist zwar eine sehr kleine Stadt, aber wenn Sie uns nicht mehr sie sagen müssen können... Sie müssen mir glauben, das ist sehr wichtig. Das Kind muss gefunden werden. Ich kann Sie natürlich nicht dazu zwingen, aber ich bitte Sie, es zu versuchen. Haben Sie gehört? Ja, Inspektor. Blond, schlank, zierlich, da gibt's viele. Haben Sie Kinder? Ja, Kommissar, wir haben 2 Mädchen, 8 und 10 Jahre. Aha. Und wer kennt Ihre Töchter? Ich würde sagen, Ihre Freundinnen, dann die Inhaber einiger Läden und die Lehrer natürlich. Die Lehrer, eine gute Idee. Haben Sie eine Liste der Mädchenschulen hier? Ja, Kommissar. Ach, die Kinder haben Ferien, die Schulen sind geschlossen. Ah, na ja, da können wir nur noch hoffen, dass das Mädchen zur Beerdigung kommt. Ja. Ist Ihnen irgendetwas über diesen François bekannt, Bellamys Diener? Er ist Belgier. Sehen Sie mal in der Ausländerkarte nach. Ich kenne ihn, Inspektor. So? Es liegt nichts weiter gegen ihn vor. Soviel ich weiß, hat er ein Verhältnis mit der Besitzerin eines Fischladens in der Rue Rambley. Rambley, hm? Augenblick noch. Wie viel Zeit geben Sie uns, das Mädchen zu finden? 2, 3 Stunden. Wir können doch nicht zaubern. Guten Abend. Was hast du denn? Du kommst reichlich spät. Ich kann noch nichts dafür, Pupin.
Ich habe dein Haar ganz nass gemacht. Jetzt riechst du ganz bestimmt nach Fisch. So. Jetzt weiß ich's. Du kannst den Fischgeruch nicht ausstehen, stimmt's? Soll ich dir den Hintern versohlen? Au! Geh rein. Hier. Du kannst es also nicht leiden, dass ich immer nach Fisch rieche. Du weißt doch, dass ich kitzig bin. Hör auf, ich bitte dich, hör auf. Ich habe alles an dir gern, mein Schätzchen, mein Goldfisch. Komm, wir trinken aus einem Glas, ja? Komm. Oh, ich glaube, da ist jemand an der Tür. Hier geblieben, ich habe wenig Zeit und die muss ich ausnutzen. Nein, noch ein Kuss. Au, nicht zu fest. Willst du wohl stillhalten? So, und jetzt ein Schluck aus der Pulle. Nein. So, nein. Komm, sei brav. Kommissar Maigret. Wir haben ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gehört, dass jemand gekommen ist. Entschuldigen Sie bitte, Kommissar. Tut mir leid, dass ich störe. François, Sie wissen, dass ich heute bei Dr. Bellamy war. Ich glaube, Sie könnten mir helfen. Natürlich wird er das tun. Ich hatte schon Angst, du hast was angestellt. Setzen Sie sich doch bitte, Kommissar. Ich habe Sie schon oft hier vorbeigehen sehen. Trinken Sie ein Gläschen mit uns? Gerne, Madame Popino. Oh, Sie dürfen ruhig Popin zu mir sagen. Da war heute ein kleines Mädchen im Hause von Dr. Bellamy. Ja, Kommissar. Kennen Sie sie? Nein, Kommissar. Sei doch nicht so stur. Ist das alles, was du darüber zu sagen hast? Ist es vorher schon mal im Haus gewesen? Ja, Kommissar. François, ich glaube, du musst noch ein Gläschen trinken. Wir wollen bald heiraten. Aha. François hat genug von dieser Familie. Die alte Madame Bellamy ist eine Hexe. Sie ist schuld daran, dass die junge Frau krank wurde. Sagen Sie mal, ist Madame Bellamy oft krank? Nein, Kommissar. Ach, sag doch nicht immer nur ja und nein. Santé, François. Santé, Monsieur. Setzen Sie sich erst mal, François. Ja. Also, Madame Bellamy ist am Sonntag krank geworden, stimmt's? Ja. Waren Sie seitdem mal in Madames Zimmer? Ich? Der Doktor lässt doch niemanden in das Zimmer seiner Frau, der Hosen anhat. Der Unfall, den der Doktor und seine Schwägerin hatten, war doch am Dienstag. Ja. Wann ist dieses Kind zum ersten Mal ins Haus gekommen? Am Montag. Das Mädchen wollte die junge Madame Bellamy sprechen. Ich habe gesagt, dass es nicht geht. Das Kind ließ sich nicht abweisen und hat gebeten, man soll Madame sagen, Lucille sei da. Unser Hausmädchen hat mit Madame durch die Tür gesprochen und hat es ihr ausgerichtet. Sie ließ mir sagen, ich soll Lucille zu ihr raufschicken. Die alte Dame war zufällig ausgegangen. Und wann kam Lucille wieder? Nur heute nochmal. Sie haben Lucille auf der Treppe stehen sehen. Madame hatte sagen lassen, man soll das Kind zu ihr raufschicken. Lucille wurde erwartet? Mhm. Hm. Kann ich mal telefonieren? Ja, natürlich, Kommissar. Polizeirevier, bitte. Weiß das Hausmädchen mehr darüber? Das glaube ich kaum, sonst hätte sie mir ja was gesagt. Ensuite, hier ist Maigret. Es ist wichtig. Hören Sie, ich habe eben den Vornamen des kleinen Mädchens erfahren. Das wird Ihnen vielleicht helfen. Es heißt Lucille. Also nochmal, Vorname Lucille. Ja. Danke, Popin. Ich werde das Mädchen finden, Kommissar. Die halbe Stadt kauft in meinem Laden. Hat es bis morgen Mittag Zeit? Bis morgen? Da ist es vielleicht schon zu spät. Ja, natürlich. Der Wagen wird in fünf Minuten dort sein. Nimm Gaston gleich mit. Was? Er schläft noch? Dann wecken Sie ihn auf. Kalter Kaffee. Hören Sie. Wenn Kommissar Maigret herkommen sollte, dann erzählen Sie ihm die Geschichte. Ja. Er soll hier auf mich warten und wenn... Mein lieber Maigret, ich habe versucht, Sie zu erreichen. Ich weiß. Ja, wir kennen jetzt den Nachnamen von dem kleinen Mädchen. Es heißt Dufieux. Sehr gut. Lucille Dufieux. Wo wohnt sie? Leider haben wir den Namen zu spät erfahren. Wieso? Was ist passiert? Sie ist tot. Ach. Ich habe das kommen sehen. Sie wurde heute Nacht in ihrem Bett erwürgt. Ihre Mutter schlief im Nebenzimmer und hat nichts gehört. Ja, ich weiß. Da kommt der Inspektor. Mach Platz. Hat doch keinen Zweck, hier herumzustehen. Mach Platz. Inspektor Monsuy, Sie werden erwartet. Dufieux, das ist Kommissar Maigret. Meine Frau weint sich die Augen aus. Sie hat Lucille heute früh gefunden. Ich habe gerade Kaffee gekocht. Das mache ich immer um 7 Uhr und Lucille... Ja. Kommen Sie, setzen Sie sich hin.
Haben Sie in der Nacht irgendein Geräusch gehört? Ich war nicht zu Hause, ich arbeite als Nachtwächter. Wenn ich heimkomme, schläft alles noch und ich mache gleich den Kaffee um 7 Uhr. Aha. Um 7. War Lucille das einzige Kind? Ein Sohn ist noch da, ich weiß nicht, wo der steckt. Weiß es Ihr Sohn schon? Emil? Hm? Nein, er ist fortgegangen. Wohin? Nach Paris. Er ist ein guter Junge, aber er hätte nicht weggehen dürfen. Hm? Was sagen Sie, Doktor? Sie muss gegen Mitternacht erwürgt worden sein. Sagen wir zwischen 11 und 2 Uhr. Ich glaube, sie ist gar nicht aufgewacht, das arme Kind. Der Mörder muss durchs Fenster gekommen sein. Das kann schon sein. Das Fenster war offen, Megre. Ja. Gibt es noch irgendeinen Hinweis, Doktor? Nein, außer den Würgemalen konnte ich nichts erstellen. Es ging sehr schnell. Jemand erwürgte sie und ist verschwunden. Ich habe der Mutter ein Beruhigungsmittel gegeben. Hoffentlich hilft's. Ich werde eine Obduktion vornehmen. Gut. Ich glaube, man bringt sie jetzt weg. Ja. Kommen Sie. Es wird später noch ein Untersuchungsbeamter zu Ihnen kommen. Ja. Gehen Sie mit? Nein, ich bleibe noch. Die Mutter ist bei Lucilles Geburt beinahe gestorben. Es war alles umsonst. Besser, sie wäre nie geboren worden. Hat Lucille einen Arzt gekannt namens Bellamy, Dr. Bellamy oder Madame Bellamy? Nein, nein. Haben Sie diesen Namen nie gehört? Nein. Warum ist er so nach Paris gegangen? Emil ist ein kluger Junge. Er hat einen Brief geschrieben, einen sehr lieben Brief sogar. Hm? Seine Mutter war verzweifelt, dass er so plötzlich verschwunden ist. Der Brief interessiert mich. Zeigen Sie ihn mal. Er hat vorher kein Sterbenswörtchen gesagt, dass er nach Paris gehen will. Keiner wusste, wo er ist, bis dieser Brief kam. Sie haben ihn wohl sehr gern. Emil ist ein sehr lieber Junge. Hier. Ein hübscher Junge. Und anständig ist er, wenn er jetzt erfährt, was mit Lucille passiert ist. So ein Unglück. Le Sable ist zu klein. Wenn ich vorwärts kommen will, ist Paris die richtige Stadt für mich. Paris. Ich verstehe. Er hat den Brief am Samstag hier eingesteckt. Mhm. Und seitdem hat er nichts mehr von sich hören lassen. Hat Emil schon mal aus Paris geschrieben? Die gehören Lucille. Lotterielose? Ja. Wie kommt sie dazu? Eine Schulverlosung. Alle Kinder haben Lose und versuchen sie zu verkaufen. Aha. Oh. Ich bin doch noch ein bisschen schwach. Nehmen Sie lieber die Decke. Sie dürfen sich nicht erkälten. Danke. Wenn Ihr Mann Sie heute besuchen kommt, wird er sich freuen, dass Sie schon auf sind. Gestern war er überhaupt nicht da. Ich habe nicht verstanden, was Sie da eben gesagt haben, Mademoiselle Renger. Ich habe nur gemeint, es muss eine große Beruhigung für Sie sein, wenn Ihr Mann sich nicht mehr langweilt und seinen Urlaub doch noch genießt. Unsere liebe Patientin hat eine kleine Überraschung für Sie. So? Ah, du bist aus. Wunderbar. Oh, fein, dass du dran gedacht hast. Nicht wahr? Wo ist die junge Schwester? Sie heißt Schwester Marie Desange. Ich möchte mit Schwester Marie Desange sprechen. Versuch es, aber ich bin sicher, dass sie nicht mit dir sprechen will. Hm? Sie scheint sehr unglücklich zu sein. Seit wann? Seit das Mädchen auf Nummer 15 gestorben ist. Ach, biete doch Mademoiselle Renger eine Orange an. Hm. Bitte. Danke. Orangen esse ich nicht gerne. Ich bekomme Sodbrennen davon. Übrigens, die Schwestern kommen immer, wenn sie gerufen werden. Eine gute Idee. Wo ist die Klingel? Drüben an meinem Bett. Ach, Schwester, ich wollte Sie nur bitten, mir einiges zu erklären. Es ist die Krankentabelle unserer lieben Patientin. Von Ihnen ausgefüllt? Ja. Warum sollte ich mit der Patientin von Nummer 15 sprechen?
Ich muss mit Ihnen allein reden. Das erlauben unsere Vorschriften. Dann sprechen Sie hier mit mir. Können Sie mir einen Brief schreiben? Unsere Vorschriften... Ich nehme an, dass Ihre Vorschriften Ihnen auch nicht erlauben, zur Polizeiwache zu gehen. Sie wissen, was ich fragen will. Unsere liebe Patientin ist heute zum ersten Mal aufgestanden. Erlauben Sie, dass ich mit Schwester Marie Desange ein paar Minuten unter vier Augen spreche? Unsere Vorschriften erlauben das nicht. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als Ihre Vorschriften. Für uns gibt es nichts, was wichtiger ist. Ich kann da keine Ausnahme machen. Es tut mir leid, Monsieur. Auch dann nicht, wenn Sie mir helfen könnten, ein Verbrechen aufzuklären? Ich muss Sie bitten, unsere Vorschriften zu respektieren. Schwester Marie Desange ist noch jung und sehr sensibel. Sie ist in Gewissensnot und hat sich mir anvertraut. Sie können mich fragen, wenn Sie etwas wissen wollen. Ehrwürdige Mutter, Sie vergessen, dass nicht Sie mir geschrieben haben, dass ich die verstorbene Patientin von Nummer 15 besuchen soll, sondern Schwester Marie Desange. Ich darf es eigentlich nicht tun. Aber Sie können sie sprechen. Ich werde ihr ausnahmsweise die Erlaubnis dazu geben. Schwester Marie Desange. Ich nehme eine sehr große Verantwortung auf mich, Monsieur. Und ich bete darum, dass Ihnen Weisheit und Demut beschieden sei. Hm. Mein Kind, ich erlaube, dass du mit Kommissar Maigret allein sprichst. Ehrwürdige Mutter, ich kann nicht. Ich befehle es dir, mein Kind. Bitte bleiben Sie bei ihr. Wir können auch hier reden. Danke. Schwester Marie Desange hat gehört, was das arme Mädchen im Delirium gesagt hat, bevor es gestorben ist. Sag, was du gehört hast, mein Kind. Sie war sehr unruhig und hat versucht, aus dem Bett zu springen. Und dann hat sie gerufen, sie dürfen ihn nicht verhaften. Ich weiß nicht, wer ihn umgebracht hat. Und dann? Sagen Sie alles, mein Kind. Dann hat sie versucht zu schreien. Aber dazu war sie viel zu schwach. Sie hat dann nur noch geflüstert, du musst mir glauben. Sie ist ein Teufel. Ein Teufel. Darf ich jetzt gehen, ehrwürdige Mutter? Bitte, was haben Sie noch gehört? Sie sagte nur noch etwas über einen silbernen Brieföffner. Ich glaube, sie hatte auf einmal Angst. Sie können jetzt gehen, mein Kind. Sie haben wohl befürchtet, die Schwester könnte mir noch mehr erzählen. Die Patientin war im Delirium und hat Dinge gesagt, die eine Nonne in Gegenwart eines Mannes nicht wiederholen kann, Kommissar. Worüber hat sie denn gesprochen? Sie sprach von der Liebe, die eine Frau für einen Mann empfinden kann. Unsere Vorschriften erlauben uns nicht, über dieses Thema zu reden. Aha. So. Die liebe Patientin wird Sie sicher schon vermissen. Hm? Ach so, Sie meinen meine Frau. Vielen Dank für Ihre wertvolle Hilfe. Kommen Sie rein, Kommissar. Trinken Sie ein Aperitif mit mir? Gern, danke. Entschuldigen Sie, Monsieur. Ist noch was, François? Wie viel Gedecke darf ich auflegen? Bleiben Sie zum Essen hier. Danke, nein. Also nur ein Gedeck. Sie essen nicht mit Ihrer Mutter zusammen? Nein, sie ist heute nicht da. Und wie geht es Ihrer Frau? Ein bisschen besser, danke. Sie haben doch gesagt, Sie wollten noch einen Kollegen zuziehen. Ich glaube, das wird gar nicht mehr nötig sein. Noch eine Frage? Dr. Bellamy, Sie haben sich bereit erklärt, alle meine Fragen zu beantworten. Nun möchte ich gerne mit Ihrer Frau sprechen. Haben Sie was dagegen? Ich bedauere, dazu geht es ihr noch nicht gut genug. Darf ich Ihren Diener François etwas fragen? François? Ja, natürlich. Warum nicht? Sie sehen, ich bin durchaus gewillt, dieses Spiel mitzumachen. Sie denken noch immer, es ist ein Spiel. Ich werde Sie mit François allein lassen. Nein, es wäre mir lieber, Sie blieben hier. François, Sie haben meine ausdrückliche Erlaubnis, Kommissar Maigrets Fragen zu beantworten. Monsieur? Wo haben Sie den Brieföffner hingelegt? Hm? Diesen hier? Nein, der ist aus Elfenbein. Wo ist der silberne Brieföffner? Er ist weg, Monsieur. Ich habe ihn jedenfalls nicht. Es ist mir schon aufgefallen, dass er nicht mehr da ist. Vielleicht ist er in der Schublade. Ist er denn schon lange weg, François? Das Silber wird immer am Dienstag früh geputzt. Ich bin sicher, dass er an diesem Tag nicht mehr da war. Dienstag? An diesem Tag war der Unfall. Danke, das ist alles, François. Gestern war ein kleines Mädchen namens Lucille Dufieux hier in diesem Haus. Heute ist dieses Kind tot. So? Was wollte Lucille hier? So viel ich weiß, hat sie meine Frau besucht. Meine Frau hat Kinder sehr gern. Wer hat noch ihre Frau besucht, seitdem sie krank ist? Meine Mutter. Die ist heute nicht da. Und mein Hausmädchen. Aber es hat heute leider Ausgang. Was würden Sie dazu sagen, wenn ich darauf bestehe, mit Ihrer Frau zu sprechen? Es geht leider nicht. Ich sagte es Ihnen schon. Aha. Und dann möchte ich gerne Ihr Hausmädchen sprechen, wenn es wieder da ist. Es ist übers Wochenende weggefahren. Ah, dann wird es wohl François sein, der draußen an der Tür steht und horcht. Oh,
Odette. Ich hörte jemanden reden. Was wollen Sie? Was wollen Sie hier? Du musst sofort wieder ins Bett. Warum ist er hier? Ist es wegen Elaine? Ja, wegen Elaine. Aber nun ist alles in Ordnung. Die Polizei weiß, dass es ein Unfall war und nun... Bleiben Sie, erzählen Sie mir etwas von Elaine. Bitte lassen Sie mich. Ich bin krank. Mich hat das alles zu sehr mitgenommen. Es ist ein Unfall gewesen. Ja, und jetzt leg dich wieder hin. Madame Bellamy, warum sind Sie so nervös? Mir ist nicht gut. Ich brauche Ruhe. Gestern hat sie ein kleines Mädchen besucht. Sie kennen es. Es heißt Lucille. Das stimmt doch, Madame, nicht? Ja, das ist richtig. Was wollte Lucille von Ihnen? Sie verkaufte mir Lotterielose für die Schule. Sie hat Ihnen zweimal Lotterielose verkauft? Ja! Oh. Was wissen Sie denn noch? Das ist einfach schrecklich. Ich weiß gar nicht, worum es sich handelt. Was wird bloß Emil dazu sagen? Der arme Emil. Berichten Sie weiter. Weiter berichten? Ja, ich höre zu. Ach ja, der Mörder hat keine Spur hinterlassen. Keiner hat ihn gesehen, keiner kennt das Motiv. Das ist doch verrückt. Dann war es ein Irrsinniger. Wissen Sie wirklich nicht, wer es gewesen sein kann? Haben Sie keinen Verdacht? Schreiben Sie. Wir können mitteilen, dass Inspektor Monsui kurz vor der Verhaftung des Mörders steht. Gemacht. Der Artikel erscheint auf der ersten Seite. Ich muss mich beeilen. Eine Sensationsmeldung. Auf Wiedersehen. Ah, Maigret. Ah, der Spürhund aus Paris. Wer ist das? Georges, der Herausgeber des Lokalblattes. Lucilles Bruder hat bei ihm gearbeitet. Ich will mit ihm sprechen. Georges? Ja? Kommen Sie bitte noch mal her. Kommissar Maigret möchte einen Augenblick mit Ihnen sprechen. Mit Vergnügen, Kommissar. Ist Emile Dufieux ohne vorherige Kündigung gegangen? Er hat mir einen Brief geschrieben. Ganz ausgezeichneter Stil. Sehr gute Handschrift. Ein Musterbeispiel sozusagen. Aus dem Jungen wird noch mal was. Das wollen wir hoffen. Nein, nein, der Bursche ist in Ordnung, Kommissar. Sie können mir glauben, wirklich. Und absolut entschlossen, vorwärts zu kommen. Er hat schon mit 19 Jahren kleine Artikel für eine Pariser Zeitung geschrieben, Kommissar. Ach, das war ein begabter Junge. Ich hatte ihn sehr gern. Ich war ganz genauso als junger Mann. Schade, dass er weggegangen ist. Hatte er eine Freundin? Ja, ich weiß nicht. Er sieht sehr gut aus und die Mädchen hatten ihn gern. Im Büro haben ihm alle schöne Augen gemacht. Jeder hat sich hergerichtet wie ein Filmstar. Aber Emil hat es überhaupt nicht bemerkt. Der bringt's zu was. War Emil bei Ihnen als Reporter? Ja, er war jeden Morgen auf der Suche nach Neuigkeiten. Hier im Revier ist um 11 gewesen und im Rathaus etwa um 12. Monsui, ist er auch mal zu einer anderen Zeit hier gewesen? Können Sie das vielleicht noch feststellen? Ich kann ja mal nachsehen lassen. Emil hat eine Adresse hinterlassen. Paris Postlager 26. Danke, Monsieur. Sie haben mich auf eine Idee gebracht. Ja, freut mich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Paris bitte, Quai des Orfèvres. Ja, ich warte so lange. Na, haben Sie was rausgefunden? Man versucht es noch, aber die Sekretärin ist nicht da. Vielleicht wissen die im Rathaus, ob er alle Tage um 12 dort war. Wir müssen es rauskriegen. Wenn ich nur wüsste, warum. Gehen Sie ins Rathaus und überprüfen Sie es. Vielleicht wissen die etwas. Ja, Paris? Fragen Kriminalabteilung? Sie, Dufieux jeden Tag gegen 12 Uhr dort gewesen. Hier Maigret. Ist dort Torrance? Ah, Lucas. Hör gut zu. Jemand hat hier eine Adresse hinterlassen. Paris, Postlager 26. In der Faubourg Saint-Denis, richtig. Es würde mich interessieren, ob dort für einen Emile Dufieux Post ist. Und wenn ja, dann lass den Schalter überwachen. Es handelt sich um einen Mordfall. Ja, hör zu, Lucas. Du wartest bis 5 Uhr, dann lässt du dir die Briefe aushändigen. Ruf mich dann hier an. Polizeirevier Les Sables. Ja. Ja, mein Urlaub hier in Les Sables ist sehr erholsam. Meiner Frau geht es auch schon recht gut. Das werden wir nachholen. Wiederhören. Erledigen Sie das. Ja. Wollen Sie denn Emile Dufieux verhaften lassen? Wahrscheinlich wird noch jemand in dieser Stadt ermordet, Marsouille. Noch jemand? Wer? Ich weiß es noch nicht. Ach, es ist zum Verzweifeln. Vielleicht ist es schon passiert. Haben Sie den Mörder schon erwischt? Nein. Das arme, unschuldige Kind. Den Verbrecher, der das getan hat, den sollte man einen Kopf kürzer machen. Popin, kennen Sie Madame Bellamy? Ja, ich kenne sie. Kauft sie auch hier? Die alte Hexe kommt jeden Tag. Sie lässt sich von mir Fischköpfe geben, so geizig ist sie. Nein, nein, ich meine doch die junge Frau Bellamy. Die Leute sagen, sie sei besonders hübsch. Ich finde das reichlich übertrieben. Kennen Sie sie gut? Nein, aber sie geht manchmal hier vorbei. Wie oft denn? Noch nicht jeden Tag, ich würde sagen ein, zweimal in der Woche. Wissen Sie, wo sie hingeht? Ja, sie geht hier vorbei, mehr weiß ich auch nicht. Vielleicht macht sie die Einkäufe für den Haushalt. Nein, das macht die alte Hexe. Aha. Vielleicht geht sie hier in der Nähe in irgendeine Leihbücherei. Hatte sie manchmal Bücher bei sich? Das glaube ich kaum. Ich habe jedenfalls nichts gesehen.
Sie konnte ihr Haus nicht verlassen, ohne zu sagen, wohin sie will. Und sie war immer hier in dieser Gegend. Die in der Wäscherei haben sie vorbeigehen sehen, ebenso der Drogist drüben. Die Geschäftsleute weiter oben kennen sie überhaupt nicht. Haben Sie beobachtet, ob sie zurück den gleichen Weg geht? Kann sein. Ja. Kommt sie sehr schnell zurück? Nicht sofort, das dauert immer ein bisschen. Nach etwa einer Stunde, würde ich sagen. Ich möchte gerne mal telefonieren. Ja, Kommissar. Kommissar Maigret möchte Sie sprechen. Es ist wegen Emile Defieux. Komisch, dass Maigret alles vorher weiß. Danke. Hallo, Maigret, ja? Sie hatten schon wieder mal recht mit Emile Defieux. Gewöhnlich kam er gegen 11 Uhr hierher. Auch dann, wenn bei uns nichts los war, ist er um diese Zeit hier gewesen. Mhm. Aber es hat sich jetzt herausgestellt, dass er ein- oder zweimal in der Woche erst nach dem Essen hier war. Ja. Ach, so möchte ich auch angezogen sein. Aber mir fehlt die Zeit und das Geld dazu. Und für den Fischladen wäre es wohl auch nicht das Richtige. Bobine, was für Kleider trägt Madame Bellamy? Nur das Beste. In welchem Geschäft kauft sie? Geschäft? Sie lässt sich ihre Kleider arbeiten. Bei wem? Gibt es hier eine Schneiderin in dieser Straße? Das ist es. Sie geht zur Schneiderin, zu Mademoiselle Olga. Danke, das genügt. Worum handelt es sich, Monsieur? Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich kann doch nicht immer wissen, wer die Leute sind, die hier was abholen wollen. So eine Blamage. Konzentrieren Sie sich, dann fällt es Ihnen wieder ein. Jetzt weiß ich, Sie sind Kriminalbeamter, aber ich arbeite nicht für die Polizei. Ich habe andere Sachen zu erledigen. Das können Sie später machen. Was ist mit den Briefen? Für Dupont? Für Defieux. Emile Defieux. Nein, Sie sind noch nicht abgeholt. Defieux oder nicht Defieux? Ich schließe in 10 Minuten. Kann ich bitte ein Telegrammformular haben? Was? Dort liegen Sie doch. Ah ja, danke. Ich habe eine Vollmacht mitgebracht. Ich soll hier einige Briefe für meinen Sohn abholen. Briefe? Für Emile Defieux? Dieser Idiot. Nein, für Léjean. Antoine Léjean. Tut mir leid, Madame, für Léjean ist nichts da. Sie Riesenrossi, haben gefragt, ob es für Defieux sein soll. Ich lasse Sie einsperren, wenn Sie mir Schwierigkeiten machen wollen. Es ist mir einfach rausgerutscht. Ach, rausgerutscht. Los her mit den Briefen von Defieux, aber ein bisschen Dalli. 2 Briefe und ein Telegramm. Hier ist die Quittung. Das nächste Mal passen Sie besser auf, sonst können Sie was erleben. Monsieur? Mademoiselle Olga? Ja, was? Kommissar Maigret, Kriminalpolizei. Ja, was kann ich für Sie tun? Ist Dr. Bellamys Frau eine Kundin von Ihnen? Ja, aber nicht nur das. Wir sind doch miteinander befreundet. Sie kommt 2-mal die Woche zu Ihnen? Das weiß ich nicht so genau. Ich kann ja mal im Kundenbuch nachsehen, wenn Sie wollen. Bitte, Mademoiselle. Aber ich sagte doch schon, Odette und ich sind Freundinnen. Sie kommt immer zu mir, wenn sie Lust dazu hat. Und das ist 2-mal in der Woche der Fall? Ja, das ist schon möglich. Möchten Sie rauchen? Aber ich habe leider nur russische Zigaretten. Danke, nein. Warum kommt sie so oft her? Sie sieht sich hier die Journale an. Sie können mir doch nicht erzählen, dass sie nur wegen der Journale herkommt. Dann fragen Sie doch Madame Bellamy. Mademoiselle, es hat 2 Todesfälle in dieser Stadt gegeben. Ich will nicht, dass ein dritter folgt. Das klingt reichlich dramatisch. 2? Wieso 2? Lucille Defieux. Die kleine Lucille? Das ist doch nicht wahr. Sie kennen sie? Nein, ich kenne sie natürlich nicht. Das ist ja schrecklich. Sie kannten doch ihren Namen. Ich habe ihn vielleicht mal gehört. Von Lucilles Bruder Emile? Bruder? Ich kenne auch den Bruder nicht. Das ist ja ein richtiges Verhör. Odette hat sich hier die Modejournale angesehen und Kleider bestellt. Gehen Sie jetzt bitte. Wie Sie wollen. Lucille hat weniger gewusst als Sie und ist tot. Es könnte Ihnen ganz genauso ergehen. Gehen Sie zum Hintereingang raus, man soll nicht sehen, dass Sie hier waren. Na und wenn schon. Seien Sie froh, dass ich Sie gefunden habe. Wollen Sie immer noch, dass ich gehe? Nein. Machen Sie doch auf. Nein. Sehen Sie nach, wer es ist. Aber wenn... Ich gehe da rein. Sind Sie Mademoiselle Olga? Ja. Ich möchte eine Rechnung bezahlen. Sie wissen, worum es sich handelt. Um Madame Bellamys neue Kleider. Ja, es handelt sich um meine Frau. Die Rechnung ist schon fertig. Es macht 1000 Francs. Ich finde, die Rechnung ist viel zu bescheiden für das, was Sie geboten haben. Madame Bellamy ist eine gute Kundin. Aber doch nicht nur eine gute Kundin. Wir sind auch gute Freundinnen. Wie lange kennen Sie sie schon? Wir sind schon jahrelang befreundet. Sie ist nicht nur wegen der Kleider zu Ihnen gekommen. Wir haben uns auch gern unterhalten. Unterhalten? Ich werde Ihnen was sagen. Sie reden zu viel, meine Liebe. Also los.
Fangen Sie an. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Was hat meine Frau hier gemacht? Raus mit der Sprache! Maigret! Ich habe Sie nicht angerührt, Maigret. Und jetzt können Sie mir Ihre Fragen stellen. Lassen Sie sich nicht ausfragen, Dr. Bellamy. Er weiß nichts. Verbinden Sie mich mit Paris. Quai des Orfèvres, Kriminalabteilung. Und wen wollten Sie noch umbringen? Niemanden. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Das wissen Sie genau. Und jemand anders auch. Zum Beispiel Ihre Mutter. Wo ist sie? Meine Mutter? Sie würde mich nie verraten. Sie liebt mich. Aber eines Tages würden Sie sich fragen, sie weiß alles. Liebt sie mich auch noch genug? Und dann? Ich habe nichts getan. Was soll das alles? Sie können mir gar nichts beweisen. Hier ist Paris. Wir werden sehen. Lucas? Holen Sie Lucas. Danke. Lucas? Ah, gut, dass Sie anrufen. Ich habe schon versucht, Sie zu erreichen. Ja, es war Post für Emile Dufieux da. Ein Brief von seiner Schwester, ein Telegramm von seinem Vater, dass seine Schwester ermordet wurde. Und dann war noch ein Brief unterschrieben mit Odette. Den Brief von Odette? Ja, den kann ich Ihnen vorlesen. Mein geliebter Emile, es ist also doch wahr, dass du nach Paris gefahren bist. Ich wollte es einfach nicht glauben. Aber gestern kam deine kleine Schwester und hat es bestätigt. Mein Herz sagt mir zwar, dass du mich noch liebst, aber ich kann nicht verstehen, dass du mich nicht nach Paris mitgenommen hast. Die nächsten Zeilen lasse ich aus, die sind zu persönlich. Dann steht hier nur noch, hallo? Ja? Die schönen Stunden in Olgas kleinem Salon waren leider viel zu kurz. Ich liebe dich. Ja, nennt sie noch irgendeinen Namen? Ja, sie schreibt hier am Schluss, von Philippe werde ich nach wie vor streng bewacht. Ich hoffe, Lucille kommt heute noch mal her, sie soll diesen Brief zur Post bringen. Ich warte auf deine Nachricht, dann werde ich fortlaufen und zu dir kommen. Odette. Ja, es stimmt, Sie haben sich hier bei mir getroffen. Wo sollten Sie sonst hingehen? Sie kannten ja niemanden. Er stand immer vor meinem Haus und hat auf Sie gewartet. Nur um Sie zu sehen. Er hat es nicht gewagt, Sie anzusprechen. Erst viel später haben Sie sich kennengelernt. Und die arme Lucille? Sie hat nur einen Brief eingesteckt. Und Sie haben sie umgebracht. Warum? Weil sie zu viel gewusst hat. Sie hatten Angst, dass das Verhältnis Ihrer Frau mit Emile bekannt wird. Moment mal. Kriminalpolizei, bitte. Würde Emile nach Paris gehen und Odette hier lassen? Ich glaube nicht, Kommissar. Ich auch nicht. Kriminalpolizei? Monsoui? Hier Maigret. Durchsuchen Sie sofort mit Ihren Leuten das Haus von Dr. Bellamy. Nach der Leiche von Emile Dufieux. Sie haben Emile mit einem Brieföffner erstochen, nicht wahr? Ich habe seine Briefe gefunden. Er wollte in der Nacht zum Sonntag mit Odette fliehen. Ich gab ihr ein Schlafmittel und als Emile kam, gab es einen Wortwechsel. Dabei habe ich ihn erstochen. Ich dachte, es hätte niemand beobachtet, aber das war ein Irrtum. Ihre Schwägerin war Zeugin des Streits. Ja, anscheinend hat sie gesehen, dass ich den Brieföffner in der Hand hielt. Später habe ich ihn im Wagen versteckt. Als sie ihn entdeckte, bekam sie einen Schock. Und sprang aus dem Auto. Sagen Sie dem Inspektor, ich habe Emiles Leiche in meinem Haus unten im Keller vergraben. Kommen Sie. Nein. Ich möchte gern meiner Frau noch etwas sagen. Ich liebe sie. Und ich wollte sie nicht verlieren. Ihre Frau wird sie jetzt nicht mehr sehen wollen.